Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Grounded, der zweiten Aufnahmerunde. Und, Hey there, buddy. Ja, hi. Unser Feuer ist... liebe Ameise, das ist ein Stein. Was machst du da? Nein. Lass es. Nein. Nein, 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 nein. Ich gehe mal gerade hier hoch. Na, nein, Ameise. Ameise, nein. Ja, unser Feuer ist ausgegangen. Meine Frage aus der letzten Folge, ob dieses Feuer unendlich lange hält, wurde beantwortet. Was ist denn... Lol. Warte mal. Sind das... Das sind Lichter von der Straße oder aus den Wohnungen oder lebt da draußen noch jemand? Hallo, ich bin klein, Hilfe. Hallo, Leute, es sieht belastend aus. Ich glaube, ich sollte mal schlafen gehen. Oh, hier ist was spoilt. Nein, du sollst. Wie konnte ich nochmal? Nein, ach Gottes Willen. Ich nehme das mal gerade raus. Wie konnte ich nochmal Inventar? Ach, hier habe ich auch meine Ausrüstungsslots. Das kann weg. So, ich würde mal sagen, wir hauen uns mal hier ein bisschen hin, ne? Wir hauen uns mal hier ein bisschen hin. Wieso habe ich... Okay, ich hatte gerade unten links eine andere Anzeige. Ich würde mal sagen, ich schlafe. Könnte ich vielleicht irgendwie auch mal nach Hause? Hallo, sag mal, vermissen mich meine Eltern eigentlich nicht irgendwie mal? Also, ich bin ja offensichtlich nicht mehr anwesend. Müssen die nicht mal irgendwie gucken, oh, wo ist denn unser Sohn? Ist der irgendwie noch da oder so? Dass ich meine, hallo? Ich würde sagen, ich gehe erstmal hier zu unserem Lieblingscontainer und gehe mal hier was frühstücken. Unser Speer ist schon fast halb kaputt. Das ist schwierig. Guten Tag. So, also das Ding hier ist wirklich sehr zuverlässig, muss ich mal anmerken. Okay. Es war lecker. Okay. So, wir haben geschlafen, wir haben gefrühstückt. Ich würde mal sagen, wir beschäftigen uns mal ein bisschen weiter mit dem Crafting. Hallo Ameise. Wozu sammle ich eigentlich diese ganzen Science Points? Das ist halt auch so eine Sache. Workbench Gear. Ach, das kann ich nur an der Workbench bauen, oder wie? Okay. Woven Fiber. Da krieg ich hin. Ne, krieg ich nicht hin. Plant Fiber. Das habe ich doch bestimmt hier in die Kiste getan. Genau, ich nehme mal hier so ein Stack raus. Habe ich da auch... Ne, habe ich nicht. Okay. Hier machen wir mal was von. So, und dann brauche ich noch was? 4 Cloverleaf. Ja, das lässt sich doch einrichten, sage ich mal. Wir craften uns mal ein bisschen Gear hier. So, hier, die Dinger. Perfekt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das mache ich mal auch noch kaputt hier. Okay. Jetzt müssen wir uns eigentlich schon mal sowas wie ein Hut, Helm, wie man das auch immer bezeichnen möchte, machen können. Ja. Alles klar, das crafte ich mal. So. Habe ich das jetzt schon an? Nee, habe ich noch nicht an. Hier, Kollege, setz mal auf. Head. Das sieht ein bisschen arabisch aus, möchte ich mal anmerken. Aber okay,
Wieso ist hier ein Hungersymbol? Verstärkt das meinen Hunger, weil ich das anhabe? Okay, ich habe einen Helm. Ich habe einen Helm. Das ist schon mal okay. Kann man machen. Wieso? Hä? Ach so. Okay. Hier brauche ich noch mehr davon. Das ist ja... Okay. Wir müssen hier noch ein bisschen was herstellen. Hallo? Ja, komm. Mach noch eins. So, wir brauchen noch mal 4 Cloverleaf. Gehen wir mal hier zu unserer Quelle. Ich möchte mich ja gerne ein bisschen equippen hier. Warum eigentlich nicht? Ich hätte einen Regentropfen. Ich glaube schon. LOL! Eieieiei. Das war offensichtlich nicht so geplant. Hallo? Okay. Verdammt. Es ist weggelaufen. Nein! So, Craft. So, dann würde ich mal sagen, Upper Body. Ja, guck mal, wir sehen hier richtig aus wie so ein richtig geiler Uga-Uga-Mensch, wenn das so weitergeht. Sehr gut. Lower Body, Side Effects, Weekend, Glider. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Okay. Ein bisschen Spring, ein bisschen Woven Fiber. Ja, das kriegen wir doch alles hin. Ein bisschen Spring, ein bisschen hiervon, Cloverleaf. Das können wir hier mal eigentlich wieder rausnehmen. Wie viel brauchen wir denn? 2 Stück. Das schaffe ich gerade so. Okay. Das müsste auch gehen. Okay, dann haben wir schon mal eine komplette, sag ich mal, Startrüstung. Das ist ja immerhin auch schon mal was. So, das craften wir uns mal. Sehr schön. Schade, dass man die... Ach, guck mal, hier. Ja, der Hut, Helm, der gibt ein ganz bisschen Defense. Das gibt ein bisschen mehr Defense. Das gibt auch noch ein bisschen Defense. Ja, es ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist okay. Damage, Stun, Speed. Kein Stun, bisschen weniger Damage, aber unglaublich... Oh ja, der Speer ist gut. Der Speer ist richtig gut. Der Bogen ist auch nicht schlecht, wir bräuchten aber noch Pfeile. Okay. Sehr gut. Würde ich mal sagen, du kommst mal hier rein. Du kommst auch hier rein. Ihr kommt auch hier rein. Kann ich euch stacken? Ein bisschen... Okay, dann würde ich mal sagen, werde ich mal gerade speichern. Ja, save einfach mal. Game saved. So, wir sollen die Explosion beim Oak Tree untersuchen. Ich würde ja theoretisch sagen, wir müssen ins Haus, aber ich glaube, da kommen wir nicht so einfach rein. Wo war denn die Explosion? Da. Das Belastende. Das wirklich sehr, sehr belastend ist. Da hinten sind Spinnen. Ich weiß nicht, also ich glaube, Spinnen sind hier komplett OP und one-shotten uns. Ich weiß nicht, also wir haben jetzt eine komplette Rüstung, so eine Billo-Rüstung. One-shotten die uns jetzt nicht mehr. Also halten wir vielleicht einen Angriff aus? Ich weiß es nicht. Ich werde mich mal vorsichtig in diese Richtung begeben.
Okay. Alles safe, alles safe. Hier sind ein paar Ameisen, ja. Hallo? Pilze. Ist das unser... Ja doch, das müsste unser Haus sein. Ich weiß, dass bei diesem Baum Spinnen sind. Ich glaube, in der Demo waren da 2 oder 3 Stück. Ich weiß nicht genau, wo sie sind. Abandoned Anthill. Ah, okay. So ein Ameisenhügel haben wir schon drüben mal gesehen. Was ist das hier eigentlich? Soll das so eine Art Vogelhäuschen sein oder so? Da hinten leuchtet irgendwas. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Wenn wir hier jetzt weitergehen, dann kommen wir... ich glaube, wenn ich jetzt straight weiter... Dann ist der Ladybug. Wenn ich da straight weitergehen würde, dann würde ich, glaube ich, zu den Spinnen kommen, oder? Also wenn es hier irgendwann auch noch richtig krass große Tiere gibt, dann Prost Mahlzeit. Was hat denn da hinten? Da hinten ist was. Eine Landmark, die müssen wir erkunden. Hi, guten Tag. Okay, das sieht mir aus wie eine Art Trinkpäckchen. Nee, das ist ein anderes Trinkpäckchen, oder? Da ist ein Wurm. The best punch to the gut you'll ever take. Aha. Das ist irgend so ein komischer Wurm. Uah. Guten Tag. Das ist hier so ein komischer Wurm. Oh Mann. Großartig. Will ich da wirklich hin? Hilfe. Okay. Also, wenn ich mich hier zwischen diesen Grashalmen bewege, müsste ich ja relativ früh Spinnen sehen. Hoffe ich. Also dieser Qualm kommt ungefähr von da. Mich würde interessieren. Ich weiß halt, dass da die Spinnen sind. Sind die? Ich glaube, die Spinnen waren in dem Baum, oder? Da waren, glaube ich, die Spinnen drin, oder? Was ist denn das? Komme ich da irgendwie hoch? Oh, Ladybug in Aufruhr. Hier ist der verlassene Hügel. Ladybug kämpft gegen irgendwas. Gegen was kämpft Ladybug? Vielleicht gegen eine Spinne? Da ist noch ein Ladybug. Habe ich gerade was gesehen? Habe ich gerade im Augenwinkel was ge... Da sind Würmer in der Erde. Ladybug geht da rein. Da sind noch bestimmt die Spinnen drin. Ey. Ich beobachte mal gerade Ladybug. Ich meine, da drin waren in der Demo Spinnen. Okay, Ladybug geht rein. Da sind Würmer.
Oh, die Sicht ist auch so mega verschwommen, wenn man so weit weg ist. Was ist das denn da? Da hängt doch irgendwas. Sind die Maschinen? Das hier ist ja wohl unser Haus, würde ich mal sagen. Das hier sind die Hallo Nachbarn, ich bräuchte mal hier irgendwie Hilfe oder so. Das wäre echt sensationell. Ameise, okay. Wie machen wir das am besten? Wir sind klein. Hier kann uns alles töten. Was war das? Was war das? Ladybug? Ladybug rennt? Oh nein, bitte nicht. Verpiss dich. Ladybug rennt. Ladybug lebt noch. Ja, komm. Ja, komm. Okay. Ist hier unter uns vielleicht irgendwas? Ladybug, Ameise. Wir gehen mal rüber. That was refreshing. Ein bisschen looten, ein bisschen trinken. Das ist ein Ladybug, okay. Wenn da gleich eine Spinne kommt, ich renne. Okay, da hinten ist irgendwas. Wie kommen wir denn? Wir könnten über die Bäume springen und klettern. Oh nein. Ich bin hier hoch. Guten Tag. Ich glaube, ich nenne das den Spinnenbaum. Ich weiß, dass hier Spinnen sind. Ich kenne, glaube ich, aus der Demo zwei Spots, wo Spinnen sind. Einmal hier bei dem Baum und einmal noch irgend so ein Nagelbrett. Wobei ich nicht weiß, ob es das Nagelbrett noch gibt. Ich finde ja diese Pepsi-Dose auch nicht mehr wieder. Hier ist noch eine Dose. Hier ist ein... What the... Okay. Komme ich da drauf? Also, ich möchte mal kurz anmerken. Was ist denn? Ach, das ist ein Nagel. Ich dachte gerade, was. What's that? Hier ist der Teil. Hier ist so. Wie viel Müll liegt eigentlich in diesem Garten rum, sag mal? Was ist denn hier los? Okay, ich würde mal sagen, wir gehen hier hoch. Ladybug, alles gut? Ich hoffe, die Ladybugs warnen mich rechtzeitig vor Spinnen und so. Was? Was? Was war das? Hilfe! Nein. Autosaving. Ja, danke schön. Ach, du bist das. Oh, Alter, wie ja toller Junge. Du hörst dich also so an. Okay, merke ich mir. Da hinten ist noch so ein Trinkpäckchen. Wie viel Müll liegt denn hier bitte rum? Was ist denn hier los? Ey, das ist ja hier. Das ist ja Parkour, ey. What the fuck? Okay. Aber die Entwickler haben das schon so gemacht. Also es ist schon sehr auffällig, wie perfekt hier teilweise die Blätter liegen, dass man hier hin und her klettern kann. Das ist schon sehr, sehr auffällig gemacht. Da geht's rein. Das finde ich nicht gut. Das finde ich belastend. Kann ich hier irgendwie noch... Ne, die Entwickler wollen, dass ich dieses Blatt hier nehme. Okay. Ich gehe da nicht rein.
Okay. Da. Da kam offensichtlich die Explosion her, wenn ich diese Rauchschwaden richtig interpretiere. Oh, ein Gartenschuppen. Kann ich in den Nachbarsgarten? Da ist noch ein Trinkbecher. Sehe ich im Teich irgendwelche Fische oder sowas? Okay. Oh, es gibt Fallschaden. Das war jetzt ein bisschen unerwartet, aber natürlich gibt es Fallschaden. Was bist du? Achso, okay. Na gut, das bisschen Fallschaden, das muss der Charakter auch mal abkönnen. Okay, Ich investigiere die Explosion. Hier ist irgendwas explodiert, wie ich sehe. Ja, großartig. Hier geht es rein. Ich habe was gehört. The Oak Lab. Okay. Der Eingangsbereich eines kleinen Labors hier im Oak Lab ist... Die kommt hier nicht rein, oder? Die kommt hier nicht rein, oder? Nein. Die kommt hier nicht rein. Okay. Tür ist zu. Die kommt hier nicht rein, oder? Die ist viel zu fett. Die ist viel zu fett. Okay. Wie ich diese Spinne da oben höre. Die kommt hier nicht rein. Die ist viel zu fett. Das ist überhaupt nicht möglich. Okay, wir haben ja ein Labor. All right, Shadows. What you got now? Könnte diese Spinne vielleicht mal die Schnauze halten? Okay. Wie sie über mir ist! Ist das widerlich! Alter, ist das widerlich. Okay. This place is getting pinker by the minute. Man. Bin ich hier gleich durchglitscht, ne? Okay, wir haben hier ein geheimes unterirdisches Labor und hören die ganze Zeit eine Spinne, die da oben die Tür belagert. Ist großartig. Locked. Locked ist prinzipiell ganz... Sag mal, hallo, was willst du da oben, ey? Du kommst hier nicht rein. Es sei denn, du glitschst hier durch oder so. Ja, wenn das hier nicht mal etwas damit zu tun hat, dass wir... Okay, ich kann hier was drücken. Wenn das nicht mal irgendetwas damit zu tun hat, dass wir geschrumpft wurden, dann weiß ich hier auch nicht. Das hier kann ich auch drücken. Ich kann irgendwelche random Knöpfe... Ja, das ist immer eine super Idee. Okay. Locked. Ich komme nicht weiter. Okay. Ich würde mal sagen, das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir haben ein geheimes Labor gefunden im Spinnenbaum. Wir werden von einer Spinne belagert und was gibt es denn hier in diesem geheimen Labor? Also das Spiel möchte mir wohl sagen, ich soll hier randommäßig irgendwelche Knöpfe drücken. Sag mal, Ruhe da oben. Ich soll hier wohl randommäßig irgendwelche Knöpfe drücken. Ich bin gespannt, denn genau das werde ich in der nächsten Folge tun. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann und ciao.